du vertraust deinem System. Ja, ich vertraue meinem System. Und meinen Fahrkünsten? Ja, auch deinen Fahrkünsten. Hände? Ich habe nämlich gerade was da hinten gesehen, da hinten war nicht so ein Nagellack. Ich habe eine Idee, pass auf. Wir spannen dasselbe System, roten Nagellack ein und lackier dir die Fingernägel mit dem LKW. Ja, du bist ja verrückt. TGX kann das. Okay, zögerlich, läuft. Vertrau mir. Du bist aber gut gelaunt. Ich muss am Bremsen arbeiten. Das war ja gerade mit dem Tablet schon leichter. Jetzt ist das ja hier. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Jetzt machen wir einen anderen Nagel. Was ja wirklich ist, einmal ist die Aufgabe an sich schwierig. Plus, ich merke die 40 Tonnen 0,0. Aber wo ich ja schon Lust drauf hätte, wäre jetzt einmal Gas geben und einmal so den Arm hochlackieren. Also, er sitzt da so voller Zuversicht. So, Finger Nummer 3. Jetzt zählt's. Jetzt will ich hier wirklich meine Germany's Next Topmodel Performance abliefern. So ganz langsam auf den Nagel drauf. Ganz ehrlich, ich komme mir vor wie bei Wetten, dass die Buchstaben springen gerade so. Ich wette, es gewonnen. So, schau mal her, das Kunstwerk. Guck dir das an. Was ein schicker Fingernagel. Aber der letzte gerade war geil, ne? Der war ja wirklich so. Der war wirklich durch drüber gewischt. Das ist wirklich unglaublich. Du merkst, der Motor braucht ein wirklich schon hohes Drehmoment, um das Fahrzeug überhaupt fortzubewegen. Aber dann hast du nicht, du merkst den Übergang nicht zwischen Reibung und Schleifen der Kupplung in Übergang zu Fortbewegung. Es ist so ein fließender Übergang, dass das Fahrzeug sich wirklich ganz gleichmäßig losbewegt, aber auch nicht ruckartig wieder rauskuppelt. Also du hast das Gefühl, als ob du mit dem Gaspedal den Wagen vorschiebst. Also das, was du mit dem Fuß machst, ist gleichzeitig auch wirklich in Vortrieb zu spüren, ohne ein ruckartiges Ankuppeln. Also ganz gleichmäßig, ganz angenehm. Geil.